Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Dieses Mal wieder im neuen Lager, ja. Und wie ihr sehen könnt hier, ich habe den Fokus von der Meeresklippe und den Almanach dabei. Wir haben das Passwort von Kronos erhalten, also können wir jetzt eigentlich zu den neuen Magiern vordringen. Den Wassermagiern meine ich natürlich. Den Wassermagiern aus dem neuen Lager. Ja, ist eigentlich ganz witzig, denn wir sind ja ein Feuermagier aus dem alten Lager, geschickt von den Gurus aus dem Sumpflager auf einer Mission zu den Wassermagiern aus dem neuen Lager. Ist doch schön, wir haben mit allen Lagern irgendwie was zu tun. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Ja. Diesmal haben wir die Parole. Und es war Tetriandoch. Nicht Tetridanoch, nicht Tetriantoch, nee, Teriantroch. Sondern Tetriandoch. Die Parole lautet Tetriandoch. Das stimmt. Du kannst passieren. Vielen Dank. Hast du noch irgendwas Spezielles zu sagen? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Wir können ihn noch Sumpfkraut andrehen, aber das ist mir jetzt die Zeit nicht wert. Ist da hinten auf dem Vorsprung noch irgendwas? Sieht eher nicht so aus. Ja gut, dann sind wir jetzt hier bei den neuen Magiern. Ach, jetzt sage ich schon wieder bei den neuen Magiern. Es ist unglaublich. Bei den Wassermagiern. Ja, sehen alle erstmal aus wie Kronos, alle mit ihrer blauen Robe. Dürfen wir ins Haus rein? So, wer bist du denn? Merdarion. Magie zu Ehren. Ach, der hat uns gar nichts zu sagen. Okay. Wenn du meinst. Ich möchte mal testen, ob es die Magier stört, wenn ich hier an ihre Truhen rangehe. Das. Nein, stört niemanden. Okay, sie ist abgeschlossen. Links, links, rechts, links. Mist. Links, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Was haben wir denn hier? Extrakt magische Energie. Das nehme ich schon mal gerne mit. Reis. Und die anderen Kräuter ist jetzt nicht so toll, aber hey, besser als nichts. So. Hallo, wer bist du denn? Nefarius. Magie zu Ehren. Klingt irgendwie wie der Name eines Bösewichts. Gequatscht wird viel. Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Naja, gut, also es kann schon sein. Oh ja, genau. Wir kommen hier hin und wollen erstmal von den Feuermagiern zur Konkurrenz wechseln. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbracht haben. Und er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Genau, ja, das wäre eine weitere Route gewesen, um ein Magier zu werden in diesem Spiel. Das Problem ist nur, wir müssen, um Wassermagier zu werden, also aus dem neuen Lager raus, müssen wir erst Bandit werden. Danach kriegen wir dann, also das ist das Äquivalent zum Schatten aus dem alten Lager. Und wir haben ja gesehen, nachdem wir in der alten Mine waren, kriegen wir die erste Beförderung. Ja, und wir konnten im alten Lager wählen zwischen Gardist und Feuermagier. Im neuen Lager kann man dann nur Söldner werden. Und dann irgendwann später, also jetzt auch noch nicht mal zu diesem Zeitpunkt im Spiel, können wir dann vom Söldner zum Wassermagier noch werden. Ja. Und bis dahin haben wir halt schon ordentlich was in Nahkampftalente oder Fernkampftalente investiert und haben eigentlich nicht mehr so wirklich so viele Lernpunkte übrig, um noch sinnvoll was in Magie zu stecken. Deswegen habe ich den Pfad über das alte Lager gewählt. Aber wir können trotzdem mal fragen, ob wir bereit für den Kreis des Wassers sind, auch wenn wir schon Feuermagier sind. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Werde einer unserer Söldner. Dann sehen wir weiter. Ja, das geht leider nicht als Feuermagier. Wo finde ich Satoras? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Also das da hinten. Na gut, ich möchte mir erstmal die anderen Häuser hier noch anschauen. Eigentlich wäre es auch ganz schön, wenn wir uns hier ein bisschen austauschen könnten, oder? So von Feuermagier zu Wassermagier. Ach, hier kommen wir auf den Vorsprung raus, den ich gerade eben gesehen habe. Ja, hier kann man echt von hier oben das ganze neue Lager überblicken, also zumindest hier den Teil der Höhle. Da können die schön von hier oben herunter gucken,
müssen aufpassen, dass keiner einen Bolzen hochschießt oder so, aber das werden die aus dem neuen Lager sowieso nicht tun. Da unten läuft Kronos lang, um den Erzhaufen herum. Tja, na gut, schauen wir uns erstmal die anderen Hütten hier an. Hier war, glaube ich, ja doch, hier war Meria, Meri, wie hieß du? Ich bin eigentlich nicht gut mit Namen. Merdarion. So, bis auf ein paar besondere Namen kann ich mir die meisten gar nicht merken. Was haben wir denn hier? Wer bist du? Riordian. Magie zu Ehren. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Oha, ein Zeig Händler. Mir deine Ware. Sehr schön, was hast du denn dabei? Heiltränke, Geschwindigkeitstränke, bisschen Mana, bisschen Alkoholiker und einen Kugelblitz. Haben wir den schon? Kugelblitz? Beim Eisblock? Kugelblitz. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den mal eingesetzt haben. Es wundert mich ein bisschen, dass ich diese Rune besitze, aber gut. Ich meine, die letzten Aufnahmen sind jetzt schon etwas länger her wieder. Aber, ja, wir können Kugelblitz sowieso demnächst nochmal ausprobieren. Ich meine, wie viel Schaden macht der? Maximal 100. Wie viel hat er in der Feuerball gemacht? Ach, jetzt kann ich den da nicht auswählen, weil ich den nicht verkaufen darf, da ich ihn ausgerüstet habe. Na gut. Ist ein bisschen schade, dass der hier keine permanenten Tränke im Angebot hat. Das hätte ich gerne gesehen, aber naja, man kann nicht alles haben. Außerdem sind die ja was Besonderes. So. Ach ja, gut, der Feuerball macht sowieso viel mehr Schaden als der Kugelblitz. Ah. Dann erklärt es das. Dann habe ich den wahrscheinlich einmal eingesetzt und danach nie wieder. Ja gut, aus diesen Büchern hier können wir leider nichts Sinnvolles entnehmen. Die sind einfach nur zur Deko da, als interaktives Objekt. Stört es dich, wenn ich an deine Truhe gehe? Okay, rechts, links, nein, rechts, rechts, links, linken, rechts, rechts, links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Okay. Flammendorn. Was ist das? Quecksilber? Okay. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass es das als Item in Gothic überhaupt gibt. Elixier, magische Energie, Reis, Seraphis. Die scheinen ja nicht so viel zu haben hier, die Wassermagier. Was ja eigentlich auch zum neuen Lager passt. Man darf ja auch nicht alles glauben. Aber so im Vergleich zu dem, was wir so im alten Lager gefunden haben. Hier stört das auch niemanden, wenn wir reingehen. Links, links, links. Links, 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 rechts, links. Links, 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 rechts, links, rechts. Okay. Schwefel. Und Salz. Das benutzen sie vermutlich für die alchemistischen Experimente hier. Na gut. Ja, sie haben nicht viel, aber was sie haben, das nehme ich einfach mit. Aber finde ich interessant, dass sie uns einfach so an die Truhen ranlassen und gar nichts dazu sagen. Was haben wir hier? Eine Bibliothek. Oha. Mit einigen Büchern hier. Ja, die meisten davon dürfte ich eigentlich schon gelesen haben. Ich nehme trotzdem alle mal mit. Zur Not kann man die noch irgendwie verkaufen. So langsam haben wir nämlich gar nicht mal mehr so viel Erz übrig. Arcanum Golem, ne? Na gut, dann schauen wir mal. Die meisten Bücher dürfte ich dann jetzt sowieso schon doppelt haben. Deswegen, das, was ich doppelt habe, werde ich gar nicht erst vorlesen. Aber Astronomie haben wir noch nicht doppelt. Habe ich das schon bewiesen? Im Zentrum befindet sich der Morgrat mit seinen vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft. Der Raum des Vergänglichen, in seinem Inneren die unaussprechliche Dunkelheit des Belia. Über allem befindet sich die Sphäre des Himmels. In der Hierarchie des Kosmos nimmt der Mensch die Stellung des Empfängers ein. Durch seine Seele hat er Teil am höchsten Sein, dem göttlichen Geist. Sein vergänglicher Körper hingegen besteht aus Stoffen des Morgrat, als kleines Abbild der ganzen Welt. Die synodische Umlaufszeit der Planeten, das heißt die Zeitdauer zwischen zwei gleichartigen Stellungen in Bezug zum Morgrat unserer Welt, weicht jedes Jahrhundert um einige Grade ab, sodass wir davon ausgehen können, uns in einer ständigen Bewegung mit dem restlichen Kosmos zu befinden. Bei der Aufstellung eines Kalenders bezogen wir uns anfangs auf den Mondlauf, um den Anschluss an die tatsächliche Länge des Sonnenjahres zu erhalten. Okay. Klingt
so ein bisschen unverständlich. Ich habe keine Ahnung, was dieses Morgerad sein soll. Na gut. So, das magische Erz haben wir schon. Elementare Arcanei auch. Geheimnis der Zauberei haben wir sogar dreimal. Die Gabe der Götter. Hm? Seit Jahrhunderten versucht man, das Wesen und den Ursprung der Magie zu ergründen. Doch wo soll man suchen? Wie kann man sie beschreiben? Sie ist die widersprüchlichste Kraft, die wir kennen. Sie kann töten und gleichzeitig heilen. Sie kann formen und zerstören. Wie sieht eine solche Kraft aus? Wo kann man diese unsichtbare und doch so mächtige Kraft finden? Die Magie ist das, was sie ist. Das herrlichste und zugleich mächtigste Geschenk der Götter. Dem Nutzer und Wirker dieser Kraft ist damit auch ein göttliches Geschenk gegeben. Eine heilige Kraft, die nur wenige Auserwählte in der Lage sind zu kontrollieren. Barthos von Laran. Also eine etwas philosophisch gehaltene Abhandlung über die Magie. Interessant. So, den Almanach, den müssen wir gleich abgeben. Der erste Kreis, genau, die Kreise der Magie. Arcanum Golum, Band 1 und 2. Sonst haben wir hier... Gut, nichts mehr. Wahre Macht haben wir, Schlacht um Verrant. Die habe ich gerade eingesammelt. Schlacht um Verrant, Band 2, oder? Machtvolle Kunst, Kampfkunst. Ich glaube, die Lehren der Götter, die hatte ich auf jeden Fall schon. Bla bla bla. Ja, genau. So, wie war das? Machtvolle Kunst, hatte ich das schon? Ja, die hatten wir schon. Schlacht um Verrant, Band 1 hatten wir auch schon. Band 2 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hätte mal gucken sollen, was ich auch sammle da. Egal, ich lese nochmal eben die gesamte Schlacht um Verrant, weil mich das gerade so interessiert. Wahre Macht hatten wir schon. Und dann das Arcanum Golum zum Abschluss. Doch Feldherr Roba wählte den Angriff. Er versammelte sein Heer und stieß mit geballter Kraft gegen die schlecht gedeckte rechte Flanke des Feindes vor. Er hielt sich nicht lang mit den Geplänkeln auf, sondern stieß wie ein Schwert in die Seite des feindlichen Heeres und zerschnitt sie wie Papier. Immer weiter trieb er seine Mannen voran, immer weiter Richtung der Grenze von Verrant. Er wusste, wenn er diese Schlacht gewinnen wollte, musste es ihm gelingen, das feindliche Heer zu teilen und zu verhindern, dass sich Gellon und Lukor vereinen und ihm den vernichteten Schlag versetzen. Es musste ihm gelingen, ihren Nachschub zu stören. Dann war ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Gellon war tot, seine Armee geschlagen, seinen nun führerlosen Mann auf der Flucht. Doch Roba war gewillt, dem Feind keine Chance zu geben, sich zu sammeln und befahl, ihnen keine Chance zu geben, sich zu sammeln und befahl sofort den Aufbruch, um den Feind zu vernichten. Lukor indes beschließt, die Gunst der Stunde zu nutzen und König Robas erschöpften Truppen den Todesstoß zu versetzen. Genau, König Roba, wir wissen ja aus dem Intro noch, oder zumindest weiß ich aus dem Intro noch, dass wir aktuell in Myrtana König Roba den Zweiten haben. Das heißt, König Roba ist der Vorgänger von dem aktuellen Herrscher. So, Band 2, die Fortsetzung. Der Krieg war entschieden. Verrant, seiner für die Versorgung der Truppen so wichtigen Seehäfen beraubt, König Roba weilte schon lange nicht mehr auf den Schlachtfeldern von Verrant, sondern überließ es seinen Generälen, die letzten feindlichen Truppen aufzureiben. Verrant besaß nur noch ein größeres Heer, geführt von Lukor, dem fähigsten Kriegsherren des Verrantaner Heeres. Mehr als einmal hatte er eine drohende Niederlage in einen Sieg verwandeln können. Doch nun saß sein Heer in der Falle. Dem Heer des Feindes zwar zahlenmäßig überlegen, doch in aussichtsloser Position. Li, der Kriegsheld von Myrtana, hatte ihn in eine Falle gelockt. Li kennen wir doch, der sitzt doch hier mit uns zusammen im neuen Lagerfest, oder hat er vielleicht nur den gleichen Namen? Seine schwere Reiterei konnte auf dem tiefen, sumpfigen Boden des engen Tals nicht kämpfen und die Hügelketten um ihn herum waren von Lis Soldaten besetzt, die immer wieder zustießen und so sein Heer Mann um Mann dezimierten. Die verzweifelten Ausfälle seiner Mannen waren blutig zurückgeschlagen worden. Er war besiegt. Das ist jetzt aber sehr interessant, denn ich gehe mal eben hier rüber. Da dürften wir Li eigentlich finden, denn Li ist der Anführer der Söldner. Hier haben wir ihn. Das ist dann die Frage, wie ist er, wenn er ein Kriegsheld war, hier in der Kolonie gelandet? Irgendwas stimmt doch da nicht überein.
Na gut, was haben wir hier noch? Golem Arcanum. Nee, Arcanum Golem, so rum. Band 1. Magie der Golems. Nur wer schon einmal einem dieser aus den Elementen erschaffenen Kreaturen begegnet ist, wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magischen Wesen einem abenteuerlustigen Wanderer einflößen können. Steingolem. Diese steinernen Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte und Bögen scheinen diesem Monstrum nichts anhaben zu können. Der einzige glaubhafte Bericht von der Bezwingung eines solchen Leviathans stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall seines Kriegshammers Risse in den Golem trieb, bis dieser schlussendlich zerbarst. Na, ergibt schon Sinn, dass man einen Steingolem mit stumpfen Waffen besiegen kann. Das merken wir uns mal. Eventuell treffen wir ja mal irgendwann auf einen. Das haben wir noch Arcanum Golem Band 2. Eisgolem. Den Steingolems verwandt sind die Eisgolems, deren physische Substanz jedoch völlig aus gefrorenem Wasser zu bestehen scheint. Jede uns bekannte Waffe scheint an der glatten Oberfläche dieser eisigen Wesen abzugleiten. Auch sei der abenteuerlustige Wanderer gewarnt vor dem Eisatem dieser Kreatur. Schließt sie doch jeden Ahnungslosen im Nu in einer Säule aus Eis ein. Einst berichtete ein Feuermagier von der Begegnung mit einem solchen Geschöpf, doch schien er keine ernste Bedrohung darin erkannt zu haben. Okay, dann scheint Feuermagie gut gegen Eisgolems zu sein, das ist ja auch wenig überraschend. Und dann haben wir noch den Feuergolem. Berichten zufolge können diese feurigen Geschöpfe ihre Opfer mit nur einer Berührung in ein Flammenmeer verwandeln. Erst im letzten Jahr stieß eine Jagdtruppe im Hochland auf solch einen wandelnden Bluthaufen. Der Ausgang ist unklar, doch sollen Blitz und Eis die Höllenkreatur gestoppt haben. Ja, das ist interessant. Wassermagie gegen Feuergolems, okay. Dann sind wir jetzt vielleicht gerüstet. Also zumindest, wenn wir auf Feuer- und Wassergolems treffen. Also Feuer- und Eisgolems meine ich. Steingolems müssen wir mal gucken. Aber wo sollen wir da sowieso drauf treffen? Ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, ja. Toller Satz. Egal. Wen haben wir denn hier? Myxix. Nee, Myxia. Wer bist du denn? Magie zu Ehren. Na, der hat uns leider auch nichts zu sagen. Lass mich mal durch. Ja. Hast du etwas dagegen, wenn ich an die Truhe gehe? Bestimmt nicht, oder? Ich kann auch sicherlich mitnehmen, was da drin ist. Links, links, links. Rechts, links. Links, 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 rechts, links, rechts. So. Ockblatt, Rabenkraut, Mana-Tränke und ein bisschen Nahrung. Na gut. So, dann haben wir jetzt noch... Hey du, was wolltest du da drin? Was? Ich... Verschwinde, bevor ich mich mit dir beschäftige. Ach so, die Söldner finden das nicht gut, wenn ich die in die Häuser reingehe, aber den Wassermagiern ist das vollkommen egal, oder wie? Also dürfte ich hier wahrscheinlich auch nicht rein, oder? Hey du... Ja, okay. Hey, du. Ach, da hast du noch mal Glück gehabt. Was ist seltsam. Du da drin? Verschwinde, bevor ich mich mit dir beschäftige. Aber da ist eine Truhe drin. Ich möchte doch haben, was da drin ist. Auch wenn es wahrscheinlich nicht wertvoll ist, aber... Na gut, vielleicht können wir da später noch mal ran. Schleichen kann ich ja leider nicht, das habe ich nicht gelernt. Deswegen, tja, können wir da wohl nicht ran. Schade. Na gut, dann wollen wir doch mal zu Saturas gehen. Dem Obersten der Wassermagier. Der ist auch schon hier beim Pentagramm. Na, wie geht's? Alles klar bei dir, Kollege? Magie zu Ehren. Na, so begrüßen wir ihn natürlich nicht. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Chor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte.
Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Na, schön wär's. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Na toll. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Also euer Plan ist es, hier auszubrechen, ja? Und dafür wollt ihr die magische Energie des Erzes benutzen. Aber um diese magische Energie nutzen zu können, braucht ihr zwingend diese 5 Fokussteine. Und das wusstet ihr jetzt schon etwas länger, nicht wahr? Warum habt ihr da nicht irgendwie schon mal jemanden geschickt, die zu holen? Das erscheint mir irgendwie ein bisschen dämlich. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen. Die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Ach, war ja klar. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt. Aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Oh, das ist nett. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Das klingt doch gut. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, das hoffe ich auch. Alles klar. Sonst noch was zu sagen? Na gut. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Alles klar. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte drauf. Boah, wir haben zu viele Bücher mit. Karte der Kolonie, Sumpflager, bla bla bla. Fokuskarte von Saturas. Die Spitzen des Pentagramms markieren die Orte aller 5 Fokussteine, die damals bei der Erschaffung der magischen Barriere verwendet wurden. Die Karte ist alt und die Steine könnten mittlerweile an anderen Orten liegen. So, schauen wir uns das doch mal an. Da liegen also die Steine, ja? Okay. Schauen wir doch mal. Also da der rechte Stern nördlich des Sumpflagers, daher haben wir den Fokusstein ja schon bekommen. Ja, das heißt, die 4 anderen sind noch übrig. Und da werden wir wohl jetzt zwangsweise hinreisen müssen. Interessanterweise, wenn ich mir das so anschaue, müssen ja theoretisch, also die Fokussteine bilden dann ja eigentlich den Umkreis, die die Barriere ursprünglich haben sollte. Die ist ja größer geworden und hat damit die Magier aus Versehen mit eingeschlossen, was ja nicht beabsichtigt war. Interessanterweise ist
innerhalb dieses Radius eigentlich nicht sinnvoll eine Mine mit drin. Also klar, das alte Lager ist mit drin, aber eine Mine? Na gut, die eingestürzte Mine ist vielleicht ja, so zum Teil dann noch mit drin. Könnte sein, aber an sich, also die alte Mine, die jetzt aktiv ist, die ist definitiv nicht mit drin. Ist schon irgendwie ein bisschen doof. Keine Ahnung, vielleicht haben die Entwickler da aber nicht so richtig nachgedacht, aber naja, ist ja auch nicht so wichtig. Gut, dann schauen wir doch mal. Wir sind gerade im neuen Lager. Wir haben zwei Steine relativ, ja gut, einen haben wir relativ nah am neuen Lager. Eins relativ nah an der alten Mine. Tja, und die anderen beiden, da sind wir wahrscheinlich vom Sumpflager aus schneller da. Tja, schauen wir doch mal. Na gut, aber wir wollen auch erstmal mit Riordian reden. Und mal gucken, ob der nicht irgendwas Schönes für uns hat. Na? Wie steht's? Magie zu Ehren. Satoras schickt mich. Ah, 20. Komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. 20 Tränke. Bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Wow. Das ist ordentlich. War da was Schönes dabei? Oha, direkt mal eine Essenz der Geschicklichkeit. Geschicklichkeitsbonus 3. Eine Essenz der Stärke. Stärkebonus 3. Das ist gut. Ich glaube, die trinken wir gleich beide mal. Jawohl, Geschick plus 3. Und Stärke plus 3. Das ist sehr schön, dass da zwei permanente Tränke dabei waren. Jetzt haben wir schon 62 Stärke. Gut, da ist auch ein bisschen was durch Ringe dabei, aber na, immerhin. Tja. Es gibt ja Leute, die warten mit dem Trinken der Tränke, weil man kann durch die Lehrer hier einen maximalen Wert von 100 erreichen. Das heißt, ich kann maximal 100 Stärke erreichen, maximal 100 Geschick. Alles weitere darüber kann ich nur durch Tränke erreichen. Also wenn ich irgendwie bis 100 trainiert habe, sind die Tränke nicht nutzlos, sondern die kann ich dann süppeln und dann kann ich meinen Stärkewert noch höher bringen. Aber da ich sowieso auf Magie gehe und noch Magiekreise lernen muss, also wir wissen ja schon, dass es zwei weitere Kreise gibt, alleine durch die Bücher, die wir im alten Lager kaufen könnten, und dass ich dann auch noch Mana leveln muss, da bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, um das noch sinnvoll zu trainieren. Und bevor wir stärker trainieren, würde ich dann, wenn auch, eher nochmal Einhänder auf die zweite Stufe trainieren. Ja, deswegen trinke ich die Tränke jetzt einfach schon und hab den Effekt sofort. So, wir haben ja noch eine weitere Tür und die führt an einen schönen Ort. Oha, hier flackert das Feuer schon wieder so ein bisschen. Aber, na gut, hier wieder nicht. Okay. Denn, es ist schön und gut, wenn alle Leute das Erz da in diesen Haufen schmeißen, aber irgendwie muss man ja auch hinkommen, nicht wahr? Tja, und dafür haben wir diesen Höhlenweg hier. Schön, immer so eine kleine Schlucht hier. Ja, da könnte ich runtergehen, da ist aber nichts. Könnt ihr mir glauben. Und, dann schauen wir uns mal richtig, richtig viel Erz an. Oder liegt es gerade Brocken? Nehmen wir mit. Und noch mehr Brocken. Das ist wie so eine Erzspur, die irgendwo hinführt. Okay, der hat auch nichts Besonderes zu sagen. Piece of Candy. Tja, das ist mal ein Haufen Erz. Oha. Und es flackert. Das ist unschön. Aber das ist ja nur hier in dieser Stelle. Das stört nicht so sehr. Wir haben ja sogar noch mehr Erz. Ich glaube, ich mache mal Licht an. Damit wir das besser erkennen können, hoffentlich. Ja, es geht. Ach, jetzt. Na komm, steck mal das Licht weg. So. Wobei eigentlich lohnt sich das gar nicht, hier so wirklich das mitzunehmen, weil es ist ja jedes Mal nur ein einziges Erz. Aber hey, es ist kostenlos, also ich will mich nicht beschweren. Wir müssen nur aufpassen, dass das irgendwie keiner sieht. Oha. Ja, eigentlich sollte man da durchgucken können, aber irgendwie ist das so ein bisschen verbuggt. Es ist jetzt ein Portal in die Hölle. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass uns hier keiner sieht und uns nicht irgendwie
angreift dafür, dass wir was von dem Erz klauen. Aber ich denke mal, so ein, zwei Brocken hier, das, was wir mitnehmen, das wird schon keiner vermissen. Ja, das ist okay. So. Haben wir noch Zeit? Ein bisschen Zeit. Eigentlich, wobei, eigentlich haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Womit habe ich denn die ganze Folge verbracht? Na, mit Lesen, aber ist ja auch doof. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für diese Folge. Wir gucken uns dann beim nächsten Mal an, zu welchem Fokusstein wir als erstes reisen werden, wenn wir als erstes suchen. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, welchen ich als erstes holen möchte. Schauen wir einfach mal. Wir müssen sowieso zwangsweise zu allen Orten hin. Also eigentlich ist die Reihenfolge relativ wurscht. Naja, egal. Wir werden das dann beim nächsten Mal sehen. Ich werde dann schon mal ja, in die Nähe eines dieser Orte reisen, damit wir dann uns direkt ins Geschehen stürzen können. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal.